Heute testen wir das Podium Advanced Pedal Module von Fanatec. Legt die Füße hoch und willkommen hier in meinem Kanal. Zu Beginn wie gewohnt der Disclaimer. Dieses Testmuster wurde mir zur Verfügung gestellt, damit ich dieses sehr ausführlich für euch in meinem Kanal reviewen kann. Bevor wir loslegen, etwas in eigener Sache. Vielen Dank für das großartige Feedback des vorangegangenen Formula V2 Reviews. Gleichzeitig möchte ich meine neuen Patreon-Spender, den Jochen und den Patrick, begrüßen. Und vielen Dank für euren PayPal-Support von Peter, Thomas, Alexander, Sebastian und Werner. Eure Spenden werden zweckgebunden in meinem Kanal verwendet. Doch nun kann's losgehen. Kapitel Nummer 1, Lieferumfang und Preis. Das Fanatec Podium Advanced Pedal Module, abgekürzt APM, ist direkt über den Fanatec Webshop derzeit um 179,95 € erhältlich. Dieses APM erreicht euch in einer kleinen, kompakten, schwarzen Verpackung. Ihr bekommt das Schaltmodul links und rechts sowie je 4 Schaltpedals, die ihr anbringen könnt. Das Montagematerial und die benötigten Inbusschlüssel, die liegen der Verpackung bei. Kapitel Nummer 2, die Kompatibilität. Das APM ist mit dem Fanatec Clubsport F1 2018 und 2019 Lenkrad kompatibel. Weiters mit dem Universal Hub für Xbox One und dem Podium Hub. Sowie mit dem Clubsport Formula Lenkrad V2. Klarerweise ist das APM mit allen Lenkrad-Bundles kompatibel, die einen der beiden Hubs mit an Bord haben. Kapitel Nummer 3, die Ausstattung. Das APM ermöglicht 4 Lenkradmodi. Hier am Beispiel meines V2 Lenkrads sind diese über diesen mittleren Drehschalter in der Stellung A, B, C und D anwählbar. Stellung A, das ist der sogenannte Bite Point Modus. Das ist ein Doppelkupplungsmodus ähnlich einer Launch Control. Ihr aktiviert diesen im Spiel, wenn ihr diese beiden Analog-Pedals gleichzeitig drückt. Dann erscheint im Display ein 100er, 100%. Über den Funky Switch kannst du deinen optimalen Schleifpunkt in Prozent deiner Kupplung setzen. Beim Rennstart ziehst du hier beide Analog Pedals auf 100%. Dann, sobald das grüne Licht angeht, lässt du die Kupplung und das linke Pedal los und mit dem rechten Pedal gehst du langsam von der Kupplung und hast hier blitzartig bei grünem Licht deinen optimalen Schleifpunkt. Modus B, die zweite Stellung, die belegt klatscht die Kupplung und die Handbremse auf den beiden analogen Pedals. Das heißt, du kannst hier direkt die Handbremse oder die Kupplung mit den analogen Pedals bedienen. Modus C, da hast du das Gas und die Bremse hier direkt über die analogen Pedals anwählbar. Und der letzte Modus, Modus D, hier kannst du 2 analoge Achsen direkt im Spiel nach deinen Bedürfnissen belegen. Hier rückseitig am APM angebracht, direkt in der Mitte, hast du die beiden Schaltwippen. Hochschalten, runterschalten funktionieren nach dem Prinzip der Magnetic Shifter. Die beiden Pedals darüber ebenso frei konfigurierbar, auch Funktionsprinzip Magnetic Shifter.
Bevor wir uns um die Funktionsweise von Magnetikshiftern kümmern, gehen wir zur Montage über. Ich habe zu Testzwecken beide Möglichkeiten hier angebracht. Diese kleinen Pedals, die speziell für Formula Rims, kleine Rims geeignet sind, sowie große GT-Pedals, damit ich diese für euch ausführlich testen und reviewen kann. Hier an dieser Stelle, wie immer, der Live-Mitschnitt der Montage. Viel Spaß damit! Im Anschluss noch ein paar Worte zur Montage. Ihr habt diese in ca. 15 Minuten erledigt. Es sind keine handwerklichen Kenntnisse erforderlich. Beachtet, dass diese sehr kräftigen Magneten eure Schrauben anziehen. Das erschwert die Montage etwas, es ist etwas frickelig, aber bringe diese Dinger ordentlich in Position und du wirst mit der Montage keine Probleme haben. Die Verkabelung, die ist sehr leicht zugänglich. Das Einrastfeedback bei den APM-Steckern, das könnte von meiner Seite her deutlich spürbarer, ein deutlicheres Einrastfeedback gegeben sein. Kapitel Nummer 5, die Funktionsweise und das Kraftverhältnis von Magnetikshiftern. Bei normalen Shiftern habt ihr hier einen Widerstand direkt über eine verbaute Feder. Die zusätzlich angebrachten Magneten hier, die erhöhen den Auslösewiderstand. Physikalisch korrekt wird die Auslösekraft hier in Newton gemessen. Um dies etwas leichter zu veranschaulichen, habe ich wieder meine Waage geschnappt, um diese Auslösekraft für euch hier in Gramm zu messen. Zwei Faktoren sind maßgeblich, ob eine Auslösekraft groß oder gering ausfällt. In diesem Fall die Stärke der Magneten. Wie stark ziehen sich Pol und Gegenpol an? Der zweite Faktor ist jener, mit welchem Hebel, großer Hebel, kleiner Hebel, ihr an die Schaltmechanik geht. Bei der ursprünglichen Schaltmechanik des Formula V2 Wheels, da habt ihr eine Auslösekraft von etwa 5 bis 600 Gramm. Bei dem APM, hier mit dem großen Schaltpedal, welches einen relativ langen Hebel hier zur Schaltmechanik besitzt, bleibt ungefähr eine Auslösekraft von 950 Gramm hier außen am Pedal übrig. Bei den Schaltpedals mit einem kürzeren Hebelweg, wie hier auf dieser Seite, habt ihr ungefähr eine Auslösekraft von 1300 Gramm. Und hier das schmale Schaltpedal mit dem geringsten Hebelweg, da habt ihr eine Auslösekraft von etwa 1400 bis 1450 Gramm zu stemmen. Das entspricht Faktor 2, gut Faktor 2 der ursprünglichen Schaltmechanik. Bei den analogen Pedals, da habt ihr eine Auslösekraft von etwa 9 bis 950 Gramm, die über den gesamten Weg sehr linear anliegt. Kapitel Nummer 6, Materialauswahl und die Technik. Diese beiden analogen Schaltpedals sind nach dem Prinzip der Hall-Sensoren-Technologie hier ausgerüstet. Der Stromfluss und das Magnetfeld sind die beiden Faktoren, um hier ein Schaltsignal zu je nachdem, welche Stellung du hier beim analogen Pedal einstellst, abzugreifen. Dies funktioniert berührungslos und ist somit verschleißfrei. Diese Magneten Pol und Gegenpol bei den analogen Schaltpedals haben einen Durchmesser von etwa 11 mm. Bei den oberseitig angebrachten Magneten handelt es sich um Magneten mit etwa 5 mm Dicke und einem Durchmesser von etwa 15 mm. Direkt an der Schaltmechanik hast du so Gummibolzen angebracht, um die Endanschläge der Schaltpedals etwas zu dämpfen. Die ganze Rahmenkonstruktion des APM ist eine sehr solide Aluminiumkonstruktion. Ebenso Aluminium
diese analogen Schaltpedals, 3 mm stark. Die restlichen Pedals aus Carbon, 2 mm dick. Kapitel Nummer 6, die Haptik und die Akustik. Die Haptik haben wir sehr schnell abgehandelt. Alle Bauteile sind perfekt verarbeitet. Sauber angefasst, ihr habt hier keine störenden, scharfkantigen Stellen bei den Schaltpedals. Das Schalt- und Klickgefühl ist auf höchstem Niveau, wie eben bei ordentlichen Magnetikschiftern am Start. Hört mal rein. Hier die originalen Schaltwippen. Und im Vergleich dazu die Magnetikschifter. Kapitel Nummer 8, die Verarbeitung. Sämtliche Bauteile sind fehlerlos verarbeitet. Die Verkabelung ist wunderbar gelöst, sieht sehr solide aus, die Kabel sind ordentlich ummantelt. Weiter sind diese Magnete sehr gut eingepasst und auch die Schrauben bei den Carbon-Pedals sind ordentlich versenkt. Kapitel Nummer 9, die Optik. Das ist ein weiteres Highlight des APMs. Von vorne betrachtet sieht man im Hintergrund die edle Schaltperipherie. Die farblichen Akzente in Gold sind sehr dezent und passend zum neuen Podium-Farbschema. Ein sehr schöner Kontrast ist bei diesen beiden Carbon-Pedals gegeben. Ihr habt bei den oberen Carbon-Pedals durch eingearbeitete goldfärbige Fasern so einen wunderbaren Look und Kontrast zu dem üblichen Carbon-Look. Die Oberfläche sieht strukturiert aus, ist aber, wenn ihr mit dem Finger darüber fährt, spiegelglatt. Von vorne betrachtet, in Sachen Optik, habt ihr hier einen freien Blick auf die offene Mechanik des APMs. Nächstes Kapitel, ein sehr wichtiges Kapitel, die Ergonomie. Die kompaktere Schaltmechanik, wie bei mir auf dieser Seite verbaut, ist optimal für kleinere Lenkräder, Formula-Lenkräder, Lenkräder bis 27 cm Durchmesser angepasst. Die Pedals schließen einen Finger breit vor dem Rim ab. Das Analog-Pedal löst bei 4,5 cm Abstand zum Rim aus und endet bei etwa 3 cm Abstand zum Rim. Die Carbon-Pedals, da habt ihr 3 bis 3,5 cm Abstand zum Lenkradkranz. Die Pedals selbst könnt ihr auch vorderseitig an der Schaltmechanik anbringen und verkleinert somit den Abstand hier zu eurem Lenkradkranz. Auf der anderen Seite habe ich diese GT-Pedals verbaut. Diese schließen mit einem 27 cm Rim relativ eben mit dem Lenkradkranz ab. Ursprünglich gedacht sind diese GT-Pedals für größere Lenkräder. Ihr habt einen größeren Lenkraddurchmesser und wenn du kürzere Finger hast, willst du diese Dinger klarerweise gut erreichen. Du hast auch hier sehr variable Montagepositionen. Du kannst diese beigelegten Distanzbuchsen verwenden oder wie in meinem Fall nicht, um den Abstand zwischen den Pedals und dem Rim zu vergrößern oder zu verkleinern. Ergonomisch hast du bei diesen GT-Pedals den Vorteil, dass du sehr komfortabel deine vier Finger auflegen kannst. Das obere Pedal ist in der Tiefe abgesetzt und wunderbar erreichbar. Meine Montageposition ohne die Distanzbuchsen, da seid ihr in etwa zwischen 3 und 2,5 cm vom Rim entfernt. Kapitel Nummer 11, wie immer unser Hauptkapitel, der Rennstreckentest. Auf der Rennstrecke fällt euch sofort auf, dass ein schnelleres Schalten durch die Magnetikschifter möglich ist. Ihr könnt die Finger mit Vorspannung an die Schaltwippen legen, ohne diese auszulösen. Beim Schaltvorgang selbst wird somit die Reaktionszeit verkürzt. Dank der Magnetikschifter und der relativ hohen Auslösekraft ist kein Ghost Shifting, kein unabsichtliches Schalten möglich. Das Schaltgeräusch, das fällt euch sehr dumpf und sehr knackig auf. Das Rückstellmoment der Schaltwippen, das ist sehr schnell, sehr knackig und sehr satt. Die ganze Mechanik selbst des APMs ist absolut spielfrei gefertigt. Die Analog-Pedals sind wunderbar und sehr fein, fühlig dosierbar. Generell gilt, dass diese Auslösekräfte der Analog-Pedals und der ganzen Schaltmechanik sehr gut gewählt wurden. Wie vorher erwähnt, habt ihr in etwa die doppelte Auslösekraft wie bei den Standard V2 Schaltpedals am Start. Auf der Rennstrecke eine neue Welt mit dem APM, die ganze Ergonomie.
weg von den gekrümmten Fingern, der gekrümmten Fingerhaltung bei den originalen Schaltpedals und hin zu sehr komfortabler Finger- und Handhaltung über das APM. Das kommt euch im Speziellen dann zugute, wenn ihr Longruns vorhabt, am Start habt, werdet ihr hier wesentlich komfortabler und ergonomischer mit eurer Handhaltung unterwegs sein. Die Analog-Pedals, die sorgen für zahlreiche Möglichkeiten. Für Profis ist dieser Bite-Point-Modus von Vorteil. Man muss sich aber damit sehr ausführlich beschäftigen. Den optimalen Schleifpunkt herausfinden, um hier das eine Zehntel oder ein paar Hundertstel am Start zu gewinnen. Eine sinnvolle Möglichkeit der Analog-Pedals ist, wenn du keinen Shifter oder keine Handbremse besitzt. Du kannst hier über diese Analog-Pedals wunderbar dosieren. Speziell beim Rallye-Fahren, wisst ihr, benötigt ihr eine analoge Handbremse. Mit den üblichen Knöpfen, die ihr belegt, wenn ihr keine Handbremse besitzt, da habt ihr nur On-Off 0-100% bei einer Handbremse. Gerade im Rallye-Sport benötigt ihr feine Dosierung der Handbremse und dies gelingt nur über ein analoges Pedal oder eine analoge Handbremse selbst. Für Leute mit Zweiwegpedalen, bei denen die Kupplung fehlt, die können über das APM und das analoge Pedal eine Kupplung nutzen. Nächste Möglichkeit, Gas und Bremse über die analogen Pedals. Es gibt Leute, die wollen gemütlich an der Couch Simracing betreiben, weg vom Gamepad, aber sich die ganze Sache mit der Pedalerie ersparen. Die kommen in den Genuss, über das APM mit dem hochwertigen Lenkrad, einer ordentlichen Wheelbase am Start zu sein, keine Pedale treten zu müssen und hier mit Gas und Bremse. Das ist eine kurze Eingewöhnungszeit. Ihr werdet hier relativ schnell vertraut werden und könnt ordentliche Runden drehen. Weiters von Vorteil, klarerweise für Leute mit Beeinträchtigungen. Hast du Beeinträchtigungen im Bewegungsapparat, dann wirst du froh sein, hier deine Beine nicht verwenden zu müssen oder du kannst diese nicht verwenden, um Pedale zu treten. Rollstuhlfahrer beispielsweise, die sind froh, über diese analogen Pedals Gas und Bremse wunderbar bedienen zu können. Zusätzlich hast du den vierten Modus, wo du noch zwei analoge Achsen nach deinen Bedürfnissen belegen kannst. Und ober den Schaltwippen hast du weitere zwei Schalter, die du mit wichtigen Positionen wie DRS, was auch immer, belegen kannst. Mit diesem von Haus aus sehr üppig ausgestatteten V2 Formula Lenkrad und den zusätzlichen Optionen des APMs werden, ich würde sagen, 99,5% der Anwender auf eine zusätzliche Buttonbox in Zukunft verzichten können. Kapitel Nummer 11, die negativen Aspekte. Die Befestigungsschrauben würden besser in Edelstahl zu diesem Modul passen. Edelstahl, das wisst ihr, ist kaum magnetisch und die ganze Fummelei beim Anbringen der kleinen Schrauben würde leichter vonstatten gehen. Ein zweiter negativer Aspekt, wenn dich dies stört, ist, dass du vorderseitig den Blick auf die Mechanik, auf die Kabeln frei hast. Hier wäre eine solide Konstruktion einfach anzubringen an dem sehr massiven Rahmen des APMs. Und die offene Mechanik wäre hiermit geschützt bzw. ordentlich und sauber verkleidet. Das war's auch schon mit meinen negativen Aspekten. Kommen wir zu den positiven Aspekten, Kapitel Nummer 13. Die Materialauswahl, Verarbeitung und die Optik könnte in meinen Augen nicht besser sein. Ihr habt ein sehr edles Understatement-Finish. Die neue Ergonomie hebt das Formula V2 Wheel auf eine völlig neue Ergonomie-Ebene. Das Schaltgefühl ist grandios und einmal Magnetic-Shifter erlebt, dann willst du nicht mehr zu den üblichen Shiftern zurück. Hinzu kommen sinnvolle Möglichkeiten dank der analogen Pedals und der diversen Betriebsmodi. Dieses Gesamtpaket rundet ein nahezu perfektes Produkt ab. Kapitel Nummer 14, das Fazit und die Kaufempfehlung. Seid ihr Fanatec-Fanboys, dann dürft ihr euch heute besonders freuen. Ich kann für dieses Produkt, das Advanced Pedal Module, eine klare Kaufempfehlung aussprechen. Preis von knapp 180 Euro, der ist hoch, aber fair angesetzt. Andere hochwertige Magnetic Shifter, wie kürzlich von mir von SRM getestet, die kosten deutlich über 100, teilweise bis hin zu 150 Euro. Dank des APMs habt ihr zusätzliche sinnvolle Modi mit am Start und ein vollkommen üppig ausgestattetes Lenkrad am Start. Besitzt du beispielsweise ein altes Formula Clubsport Lenkrad
und überlegst, auf das V2 und das APM abzugraden, musst du klarerweise den Gesamtpreis im Hinterkopf behalten. Da liegst du bei 360 plus 180, das entspricht 540 Euro. Dann besitzt du Fanatics Speerspitze, wenn es um ein voll ausgestattetes Formula-Lenkrad mit Magnetikschiftern am Start haben willst. Dieser Kostenaufwand, der lohnt sich für dich nur dann, wenn du in Sachen Ergonomie mit der kleinen Schaltmechanik deines Formula-Wheels nur mäßig oder nicht zufrieden bist. Weiters lohnt dieser APM-Aufpreis von 180 Euro dann, wenn du auch diese neu hinzugekommenen Möglichkeiten des APMs sinnvoll nutzen möchtest. Stehst du vor einer Neuanschaffung und benötigst diese ganzen Features nicht, dann greife lieber zu einem Clubsport Formula Lenkrad Carbon, welches um knapp 300 Euro erhältlich ist. Bedenke aber, dass das Clubsport Formula Lenkrad Carbon zukünftig nicht mit dem APM, mit dem Advanced Pedal Module von Fanatec, kompatibel ist. Willst du Geld sparen, dann kannst du dir das F1 2019 Lenkrad um knapp 250 Euro holen. Dieses ist ebenso mit dem APM kompatibel, insofern du dies dann einmal nachrüsten willst. Das relativ günstige McLaren GT3 Lenkrad, das mit APM ähnlichen Möglichkeiten ausgestattet ist, das hat Fanatec leider nicht mehr im Programm. Kapitel Nummer 15, ein großer Ausblick. Da ich nicht nur High-End Sim Racing Peripherie, wie hier in diesem Fall, reviewen möchte, gibt's demnächst wieder einmal etwas für Einsteiger. Mit euren finanziellen Zuwendungen habe ich wieder einmal ein Logitech G29 und einen Playsit geordert. Euch erwartet das Lieblingsformat Ron Reviewed in Gefahr. Ich werde auf dem Playsit meine Podium DD Wheelbase dran schnallen und werde testen, wie viel Drehmoment ein relativ einfach gehaltener Playsit hergibt. Und glaubt mir eins, dieses Mal habe ich wirklich Angst, was da am Ende des Tages rauskommen wird. Weiters habe ich für euch sehr gute Modding-Tipps parat, wenn ihr eine G29 und Playsit-Combo betreiben wollt. Ein weiteres Review wird sich um ein kostenloses Dashboard für euer Smartphone kümmern. Weiters habe ich eine nagelneue Brille aus dem Hause DPVR Virtual Reality am Start. Lasst mich zum Abschluss wissen, was ihr von dem APM haltet. Macht ihr ein Upgrade auf dieses APM? Denkt ihr an eine Neuanschaffung des APMs? Oder greift ihr doch zu einem anderen Formula Wheel? All dies bitte unten rein mit in die Kommentare. Ich versuche jedes von euch zu beantworten. Vielen Dank für euren Support. Ich hoffe, heute war es nicht zu lang für euch. Aber ich wollte alle Details für euch ausführlich ausarbeiten. Liebe Grüße, bis zum nächsten Mal. Ein gutes 2020 von meiner Seite. Euer Ron.